Hallo zusammen, ich begrüße euch zu Albion Online und ihr seht, ich werde in eine Gilde eingeladen. Bewahre der Zeit. Bam! Jetzt muss ich nochmal schauen. Gilde. Hallo und danke für die Aufnahme. So, ich bin in ein Nachbargebiet gelaufen und wollte mir noch ein paar Rohstoffe holen. Ich brauche, glaube ich, noch Birkenholz, auf jeden Fall das T2 Holz. Und habe dabei jetzt, ich bin wirklich hier auf der Map, ich sag mal, südlich gelaufen, nach Südosten. Und habe nicht einen scheiß T2 Baum gefunden. Da war ich bei der Schriftrolle drüben auf der Karte und habe mir beim Questgeber eine Quest geholt. Also werde ich das jetzt auch mal machen, ne? Na, das ist natürlich, muss ich mich daran gewöhnen, dass ich eigentlich ja gar nicht im Nahkampf bin. Obwohl, geht ja immer noch. Ich habe ja noch gar keinen Zauberstab, darum geht's ja. Er greift überhaupt nicht an, macht nichts. Das ist ein bisschen banal. Naja. Nice! Bin ich ja gerade noch weggekommen. Ich muss ein bisschen lernen hier noch. Ich hoffe, das ändert sich, wenn ich endlich den Knüppel des Zaubers habe. Und rechts seht ihr auf der anderen Seite des Bildschirms die Sachen, die ich erledigen muss. Drei Brandstifter, drei Einsiedler, drei Diebe und drei diebische Wilderer. Die sind auch direkt hier an einem Höhleneingang. Na komm. So nicht. Hallo. So, ich gebe mir jetzt nicht so viel Mühe. Ich kite jetzt nicht hier wie ein Bekloppter, weil ich weiß, ich mache die sowieso kaputt. Und dann gucken wir uns auch gleich mal. Ich mache jetzt die Quest zu Ende. Und dann schauen wir uns natürlich auch mal an, was man so in der Gilde machen kann. Ihr könnt natürlich auch, ihr braucht nicht einfach hier die Videos gucken und das so hinnehmen, was ich hier mache. Ihr könnt mir auch gerne drunter schreiben, was ich tun soll. Und dann werde ich das auch machen, ne? Jetzt sehe ich mich natürlich nicht, das ist scheiße. So, kriegen wir den? Ja, kriegen wir, ne? Easy. Jetzt sehe ich natürlich den nicht. Genau. Ja, wie machen wir das? Da ist sowas. Moment, muss mal eben kurz gucken. Gilde. Okay. TS, also diesen Discord-Server, werden wir uns auch mal angucken, aber nicht jetzt. Ja, ich habe den dahinter das Ding geboxt. Den hier nördlich rausgewämst. Zeig das nochmal. So hier an der Absperrung vorbei. Und musst du da einmal rumlaufen. Finde ich lustig. Ist ja gar keine Absperrung, ist ja ein Haus. Was habe ich denn noch? Einsiedler und Diebe brauche ich noch. Ich nehme das jetzt einfach mal mit, also die Quest nehme ich jetzt mit.
dass ich Holz noch mitnehme irgendwoher. Ich will den Zauberstab haben, dann mache ich die Quest fertig. So, mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, was ist das? Das ist das. Das ist Goldmarkt. Premiumladen. Hallo, ich suche T2 Bäume. Gibt's doch nicht. Dann gehe ich halt in nächstes Gebiet, ist mir jetzt völlig egal. So, da sind wir auch fast im neuen Gebiet. Ich habe versucht, mit dem F zu laufen, mit dem Sprint, aber das ist nicht wie damals bei meinem ersten Charakter, dass ich da, was weiß ich, 10, 15 Sekunden laufen kann. Ich kann, Entschuldigung, ganze 3 Sekunden laufen damit, sprinten. Das kann ich mal eben zeigen. Das war der ganze Spaß schon. So, jetzt müsste ich doch hier aber. Jetzt macht mich nicht unglücklich. Hier ist im Original nix an Holz, nur hier so ein komisches Vieh. Und da traue ich mich nicht mal ran. Aber muss hier sein, hier ist auch eher so ein Zeug. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gesund ist, was ich mache. Kann ich da runterklicken? Nein, kann ich nicht. Ein Moa. Ich will doch nur Holz finden. Jo, also wenn ich hier jetzt nichts finde, na, dann ist. Dann weiß ich auch nicht. Holz. Endlich. Reicht ja eigentlich schon, wenn wir die beiden Birken hier mitnehmen. Die Tasche lieber voll. Who knows? Also die Gegend, wo ich jetzt noch zu tun habe, die ist halt nicht gerade Birken überfüllt. Avatar, Ranglisten, Freunde, nix. Ich gucke die ganze Zeit, ob es hier so ein Gildendings gibt. Lassen wir doch. Wahr der Zeit. Rechte Hand, Rekrut. Gib dann Zahlmeister. Ja, da sind doch schon ein paar.
So, Konto. 20% Steuern. Okay, er wird also automatisch eingezahlt. Territorien, nix. Haben leider noch keine Territorien. Wo laufe ich denn? Hier ist er. Allianzen. Eine Allianz gründen kostet eine Viertelmillion. Beschreibung: Deutsch, normal. Wir suchen neue Mitglieder. T3 Gildeninsel, Bookhaven, Bockhafen, egal. Ja, ist doch genau das, was ich suche. Werden wir demnächst mal die Gildeninsel besuchen. Und zwar werde ich da mal das mal auschecken, wenn ich wieder in der Stadt bin, in der größeren. Müsste ich ja eigentlich auch zur Gildeninsel fahren können, ne? Und jetzt habe ich eigentlich schon genug Holz, ne? City. Und wir verarbeiten jetzt erstmal wieder. Holz ist hier ganz hinten und Stoff habe ich ein bisschen mitgebracht, ne? Moment, kann ich den auch noch eben absammeln. Jetzt kommen wir eben über die 100, aber das macht nichts. Oh, wieso erntet denn keiner ab hier? Ist doch free. Tja. Fertig immer. Junge. Pilgrimsplanken. Ja, komm, mach alle. Ach so, und Kupfer habe ich natürlich mitgenommen. Nice. Heute haben wir nicht das Hammer. Nö, da, das brauche ich. Kupferstangen. So. Jetzt wiege ich nur noch 66. Pixelstrudel. Jetzt bin ich gespannt, was wir brauchen, um den Stab herzustellen. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen. Feuerstab des Novizen. Easy. Verfügt in der Auswahl ein Zauber nach schließen. Ja, kannst deine Auswahl zu einem schweren Zeichen zu anderen. Okay, ich kann es also ändern. Das ist anzünden. Setze einen Gegner sofort in Brand. 147. Das ist gut. Jeder Angriff setzt in Brand. Das ist nicht schlecht. So. Jetzt gucken wir mal. Ein Feuerblitz. Der Gegner 164. 24 Schaden. Verbrennt deutlich erhalten. 3 Sekunden. Abklingzeit 0 Sekunden, 0 Sekunden. Energiekosten 8. Eine Feuerbombe. Ich nehme die Bombe. Wir nehmen die Bombe. Jetzt bin ich eigentlich ein Zauberer, ne? Ein richtiger Zauberer. Und wir fragen mal. Ich kann ja noch gar nicht in die Gilden City, ne? Ich
bin ja erst in der Noob City. Die. Da gibt es ja noch gar keinen Durchgang, oder? Schade. Da muss ich das aber schnell machen. So, ich habe mir gerade mal die verschiedenen Stäbe angeguckt und da habe ich doch ein paar Möglichkeiten. Und zwar habe ich hier den verfluchten Stab, den Froststab, Geheimstab, was auch immer das ist, einen Heiligenstab, Feuerstab. Gelehrten-Google. Okay, Google ist halt, ne, Kopfbedeckung. Gelehrten-Robe. Okay, dann haben wir ein paar Stäbe und ein paar andere Sachen. So, ich gehe natürlich mit Verfluch. Verfluchung ist gut. Und da arbeiten wir jetzt drauf hin. So, hier sind noch ein paar von den Fieslingen und da wollen wir doch direkt mal gucken. Was hier so geht. Anscheinend einiges. Okay. Praktisch. Und echt, es ist no. Oh. Ja, gut, da ist natürlich ein bisschen Kacke. Also. Ich habe jetzt ein paar Mal drauf geklickt mit dem Q, macht er aber nicht immer. Ja? Macht er nicht immer und mit dem W auch nicht. Hallo. Ja, ist auch egal, ja? Könnten wir jetzt einen Kaffee machen gehen? Ist jetzt nicht so effektiv, wie es sein sollte, aber irgendwie. Ah, ich muss da mich noch ein bisschen mit, ne? Und überhaupt. Ihr wisst, was ich meine. So. Ist das der Dieb? Brauche ich den Dieb? Ja, ich brauche die Diebe. Das ist gut, weil die stehen alleine. Kacken. That was it. Okay, ich muss irgendwas nur noch zurückbringen. Eigentlich gar nichts. Ich muss nur zurückkehren. Das ist auch viel einfacher. Komme ich hier durch? Ja. Nice. Erste Feuerprobe im wahrsten Sinne des Wortes bestanden. So, da sind wir. Beim Papst. Also. So, halt, Dieb. Abschießen. Zack. Und Kohle gekriegt. Wie viel Kohle habe ich überhaupt? Nicht viel. Ich habe immer noch mehr Gold als Silber. Aber ich war ja auch noch nicht auf einer richtigen Farming-Tour. Ist das? Ah. Da ist der Ruf. Schön, dass ich den jetzt auch mal sehe nach 35.000 Spielstunden. Ruf neutral 0. Okay, suspicious werde ich schneller als ehrenwert. Na, ah, das ist gut. Stadtzugänge. Alles klar. Huge. Denke, nehme ich jetzt mit.
Ich denke, das war's für diese Episode. Ich habe endlich eine Gilde gefunden. Und da werde ich jetzt sozusagen mich durchfragen, was ich denn lernen sollte, welche Spezialisierung nötig wäre vielleicht noch für die Gilde. Und dann werde ich gucken, dass ich schnell das nächste T-Level erreiche. Ich will nicht bei Feuer bleiben, obwohl das Feuer eigentlich recht effektiv war gerade. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Wenn ihr mehr Albion Online sehen wollt, lasst doch ein Like oder ein Abo da oder beides. Und scheut euch nicht, drunter zu schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Vielleicht sagt er, hau doch mal die Gilde an, dass ihr mal in Gruppendungeon geht oder so, diesen Elite-Dungeon, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Möchte ich auf jeden Fall auch mal machen, weil habe ich noch nicht. Oder einfach mal einen normalen Dungeon Run. Ich brauche ja wie gesagt Kohle und die Gildeninsel muss ich mir anschauen. All solche Sachen. Also, was ihr sehen möchtet, schreibt runter. Dann versuche ich das umzusetzen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Albion Online. Bis dann, macht's gut.